Sehr geehrter Herr Präsident, geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe letztes Jahr eine Seminarfacharbeit von 11 Klässlern betreut. Und die haben in einer kurzen, aber guten Zusammenfassung nachgewiesen, wie dieser geringfügige CO2-Anstieg zu einer Temperaturerhöhung auf der Erdoberfläche kommt. Dazu ist man mit unserer Schulausbildung in der Lage, wenn man selektive Wahrnehmung einschränkt. Viel muss für eine intakte Umwelt erledigt werden. Erstens, die Atomkraftwerke sind gefährlich, und damit die zukünftig weniger Gefahr ausüben, sind auch die Atomfabriken in Gronau und Lingen sofort stillzulegen. Und die Menschen an unseren Westgrenzen haben nicht umsonst Sorge, dass es zu einer großen Havarie in Tianjin oder Cattenom kommt. Und deswegen ist der Druck aus Deutschland umso glaubwürdiger, die Werke zu schließen, wenn wir Lingen und Gronau dicht machen. Zweitens, ein umfassendes Fracking-Verbot zur Förderung von Erdöl oder Erdgas ist erforderlich. Zum Schutz unseres Trinkwassers vor Chemikalien und auch davor, dass ein weiterer Klimawandel verstärkt wird, weil nämlich beim Fracking nachgewiesenermaßen über Jahre hinaus Methan einfach so entweicht. Drittens, ja, wir brauchen ein Kohleausstiegsgesetz bis 2035. Und wir brauchen einen Strukturfonds, der jährlich 400 Millionen Euro bereitstellt, damit in der Lausitz, in Mitteldeutschland, neue Industrien angesiedelt werden können, genau wie im Rheinischen Revier, damit eben die Arbeitsplätze geschaffen werden, die die Energiewende ermöglichen, in Speichertechnologien, in Wärmepumpen, in Windkraftanlagen. Das ist ein richtiger Weg, und den unterstützen wir. Und viele Menschen leiden unter Lärm. Und da stellt sich ernsthaft die Frage, wieso ist es bis heute nicht gelungen, die verschiedenen Lärmpläne zusammenzufassen. Fluglärm wird extra betrachtet, Straßenlärm wird extra betrachtet, Schienenlärm wird extra betrachtet. Die Belastung wirkt zusammen. Also wäre es doch das Einfachste, die Gesamtbelastung zu analysieren und dann den entsprechenden Lärmschutz durchzuführen. Ja, und ein ganz anderes Problem, was uns alle betrifft. Wie schnell gehen technische Geräte kaputt? Beziehungsweise werden Updates gemacht, beziehungsweise neue Generationen auf den Markt gebracht und brauchbares elektronisches Spielzeug oder Unterhaltungselektronik oder auch Anlagen funktionieren nicht mehr. Wir brauchen Mindestnutzungszeiten. Wir brauchen eine Verpflichtung der Industrie, Upgradebarkeit sicherzustellen, Nachrüstbarkeit zum Schutz der Ressourcen, zum Schutz unserer Geldbeutel und auch zum Schutz von Entwicklungsländern vor dem Müll, der übrig bleibt. Und damit eben all die Geräte dann auch ankommen, dort, wo sie hin sollen, ist eine Pfandpflicht für technische Geräte ein guter Schritt. Den können wir schnell umsetzen, und dann kriegen wir die Recyclingquoten hoch und können die Wiederverwertung in Gang setzen. Und natürlich gibt es ein weiteres ganz wichtiges Thema. Die kommunale Daseinsvorsorge bei Müll, bei Abwasser muss kommunal bleiben. Daseinsvorsorge hat profitfrei organisiert zu werden. Jede Privatisierung in diesem Bereich lehnen wir ab. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Sie immer mehr Störungen im Radio haben? Die Funkfrequenzen sind dermaßen überlastet. Es gibt dermaßen viele Geräte, die nicht mehr den technischen Normen entsprechen. Bei Polizei, bei Rettungskräften ist das verheerend. Die Störungen nehmen zu. Amateurfunker sind die einzigen, die laut rufen, dass das ein Problem ist. Wir müssen an dieser Stelle ernsthaft eingreifen. Über die Bundesnetzagentur, das Minimierungsgebot für Strahlenbelastung ist zum Sicherheitsaspekt notwendig und auch für die Gesundheit vor elektromagnetischen Strahlen. Neuntens, das Steuerprivileg für Dienstwagen kann sofort abgeschafft werden. Das bringt uns über 3 Milliarden für mehr Lärmschutz an Straßen, an Schienen, an Flugplätzen, für einen besseren öffentlichen Personennahverkehr. Meine Kollegin hat es schon gesagt. Tiertransporte sind auf 4 Stunden zu begrenzen, damit wir regionale Wirtschaftskreisläufe verbessern und das Tierwohl erhöhen. Das geht schnell zu erledigen. Und natürlich auch im Naturschutz. 50 Millionen extra für nationales Naturerbe, damit eben auch unsere Kinder noch die Buchenwälder auf Rügen oder im Hainich oder im Rothaargebirge bewundern können. Und dann ist ein Altlastenfonds unerlässlich als 13. Punkt. Industrielle Altlasten in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Baden-Württemberg, überall in der Republik
sind tickende Zeitbomben. Diese müssen über einen Altlastenfonds saniert werden. Die Kommunen, die Eigentümer sind überfordert. Das fordern wir. Und es ist mir unerklärlich, wieso ein Grundstückseigentümer und eine Kommune für die Entsorgung von alten Kriegswaffen, von Bomben, von Granaten aus beiden Weltkriegen bezahlen muss, wenn sie nicht aus deutschen Beständen stammen. Es war ein gesamtdeutsches Verbrechen, diese Kriege zu beginnen. Also ist es auch eine gesamtdeutsche Aufgabe, diese Hinterlassenschaften der Weltkriege zu beseitigen und keine, die auf die jeweiligen Kommunen oder Eigentümer abgewälzt werden darf. Und wir müssen wesentlich schneller daran gehen, kritische Chemikalien aus unserer Umwelt zu verbannen. Sei es in Konsumgüter oder sei es auch in Klimaanlagen von PKWs. Dass dieses tödlich wirkende im Brandfall 1234YF seit 2017 in fast allen PKWs eingesetzt wird, ist ein Skandal, der dringend beendet werden muss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir unverständlich, dass ein Konzern wie Kali und Salz, der in den vergangenen 10 Jahren 4,3 Milliarden Gewinn gemacht hat, keine 800 Millionen bereitstellt, damit man abfallfrei, abwasserfrei und haldenfrei Kali und Salz produziert. In Kanada kann dasselbe Unternehmen dies durchführen. Und liebe Kumpel von Kali und Salz, wundert es Sie nicht, dass Ihre Bosse in Kanada etwas können, hier nicht? Dass Sie in Kanada Milliarden investieren, hier nicht? Dass jedes Werk einzeln gemacht ist, ohne Konzernhaftung? Wundert es Sie nicht, dass der profitable Deponiebetrieb ausgegründet wurde? Es ist zu befürchten, und deswegen wehren Sie sich gegen Ihre Konzernspitze, dass spätestens dann, wenn die Werke im Ausland richtig laufen, Ihre Werke dicht gemacht werden, dann mit der Begründung Umweltschutz, das ist scheinheilig. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam mit Umweltschutz investieren in die Technologie, die aus Thüringen stammt, für eine salzfreie Werra und Weser. Das ist Umweltschutz, den man sofort machen kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe sehr viele gute Worte gehört. Ich hoffe, die Ministerin wird Taten umsetzen. Dann kann es eine gute Periode für die Umwelt werden. Vielen Dank. Die nächste Rednerin.